Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video und zu einem neuen Video aus der Reihe Wir testen 5M-Server, aber richtig. Falls du das Format noch nicht kennst, wir testen hier 5M-Server, aber nicht so auf Troll-Basis, wie du das von anderen Content-Creatern kennst, sondern wir testen wirklich tiefgründig, objektiv, neutral und bewerten, ob gut oder schlecht, in einem einfachen System. Wir bewerten 6 Kategorien, das ist Nummer 1, den Discord, Nummer 2, die Einreise, Nummer 3, Performance und Stabilität, Nummer 4, das RP, Nummer 5, einzigartige Features und Nummer 6, Support bzw. die Wartezeit im Support. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zusehen und jetzt geht's los mit dem nächsten Server. Und in diesem allerersten Server machen wir uns auf den Weg zu Strandkorb RP. Das ist komplett random ausgewählt. Wir suchen immer irgendwelche Server, die irgendwas zwischen 40 und 100 Spieler haben. Zu dem Zeitpunkt, als ich entschieden habe, zu Strandkorb zu joinen, waren ganze 70 Spieler auf dem Server, also ideal. Besonders hervorzuheben ist, dass Strandkorb mit der besten Einreise Deutschlands für seinen Server wirbt auf der 5M-Liste. Das hat mich natürlich extra neugierig gemacht. Und ich würde gleich sagen, wir beginnen mit der ersten Kategorie. Auf geht's! So, los geht die Action. Der erste Server, den wir testen, heißt Strandkorb RP. Und wie ihr seht, ich bin noch komplett jungfräulich auf dem Discord und werde hier begrüßt mit den Worten: Moin Jungs und Mädels, ihr habt Bock auf geiles RP? Ja, haben wir. Dann kommt jetzt vorbei und überzeugt euch selbst. Was hier möglich ist, lest die Regeln. Hier findest du alles, was du brauchst und IC-Regelwerk. Let's go. Wir lesen die Regeln. Behandle jeden mit Respekt, kein Spam. Es ist nicht gestattet, Teammitgliedern ohne Absprache ein DM zu schreiben. Okay, das Vortäuschen, eine andere Person zu sein, ist strengst verboten. Okay, wenn ein Teammitglied was sagt, ist ihm Folge zu... Ja, beim Supportfall besteht Clippflicht. Clippflicht mit Doppel-P. Es ist nicht erlaubt, andere User in unserem Text oder Website bloßzustellen. Okay. Was sind denn bloßstellende Clips oder Bilder, frage ich mich. Discord, TOS und die jeweilige Rechtslage des Landes muss eingehalten werden, klar. Das Team nervt zum Beispiel mit wiederholter Nachfrage, ist absolut verbunden, wird mit einer Woche Timeout bestraft, geil. Um das Regelwerk zu lesen, bitte einfach den Link in der Fußnote klicken. Okay. Du musst deinen Account verifizieren, bevor du auf diesem Server Nachrichten sendest. So, wunderbar. Jetzt haben wir es endlich erledigt. Die 10 Minuten sind um und wir können auf Regelwerk klicken. Da ist das Regelwerk. Das sieht ja mal echt unsauber aus. Unsauber. Das kann man schöner machen. Aber so sieht der Einreisebeamte aus. Das ist ziemlich cool. Selbstverständlich lesen wir uns das jetzt nicht alles durch. Das sind einfach meines Erachtens ein klein bisschen viel. Und wir werden natürlich ein Ticket ziehen und mit Steuerung F alles finden, was wir suchen. So, weil ich glaube, dass da jetzt ein automatischer Fragebogen kommt, bitte beantworten die folgenden Fragen. In der Zwischenzeit organisiere ich jemanden aus. Ich freue mich auf die Einreise. Okay, 0.13 Uhr ist natürlich ein bisschen spät. Wir warten, gucken wir mal, was passiert. So, das soll es von Seiten des Discords gewesen sein. Alles in allem, ich blende da jetzt gerade noch die letzten Details ein. Für mich ein übersichtlicher Discord, durchdacht, was da steht. Man hätte sich den einen oder anderen Channel sparen können, aber die Funktionalität ist super. Das passt soweit alles. Es gibt keinen Grund für große Abzüge. Wie gesagt, ein kleines bisschen viel steht drin. Und das Regelwerk, was ja irgendwie auch ein Teil des Discords ist, weil man vom Discord aus dahin kommt und auch irgendwie mit bewertet werden muss, gibt nochmal Abzug. Aber alles in allem bin ich bei 8 von 10 Punkten. Ist für mich eine saubere Sache. Danke dafür. So, ihr Hübschen, unser Ticket wurde beantwortet, wie ihr sehen könnt. Und wir sollen in den Support-Warteraum kommen für die Einreise und dahin machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Die Wartezeit, bis es losging, war echt nicht lange, 12 Minuten. Dann hat hier Warte-Einreisebeamte gepinkt und nochmal eine Minute später war der da, also echt tippi-tippi-tobi. Hi, du möchtest einreisen? Ja, gerne. Okay, ja, als Projektleiter muss man ja wissen, da kennt man ja das ab und zu mal mit der Regelwerkabfrage, oder? Ja, alles gut. Also ich habe so gut es geht versucht, auswendig zu lernen. Ich denke, das passt. Ist ja in so vielen Punkten nicht besonders. Außer das mit dem Raub beim Wirbelpark finde ich echt cool. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ready. Ah, alles klar. Dann machen wir jetzt mal die Abfrage. Mhm. Gut. Wie viel mal muss man essen und trinken, damit du nicht umfällst? Es gibt kein Essen und Trinken. Das steht sogar schon im Discord-Ding da vorm Regelwerk. Endlich mal einer, der es direkt mal oben da liest. gibt es einen europäischen Tag- und Nachtzyklus?
Das steht auch schon vorm Regelwerk, nein. Wie viel Mal musst du das Postauto begegnen, damit du es überfallen darfst? Oha. Ich glaube, das Postauto darf man gar nicht überfallen. Es gibt ja nur diesen Postjob, wenn ich es richtig gelesen habe. Oder? Es gibt gar kein Postauto. Ah, okay. Ja, gut. Ich dachte jetzt, es gäbe einen Postjob, weil es den ab und zu mal gibt. Und daraus habe ich geschlossen, dass man ihn nicht überfallen darf, weil ich habe dazu auch nichts gelesen. Aber okay, Punkt für dich. Ist die Wasserschutzpolizei unantastbar? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Ist die Wasserschutzpolizei Jetzt habe ich dich verstanden, alles gut. Ich habe von Wasserschutzpolizei nichts gelesen. Gut, dann gibt es keine Wasserschutzpolizei, das ist richtig. Gut. Du und deine fünf Freunde sind Zivis. Mhm. Ihr wollt zusammen die Staatsbank machen, habt natürlich Geiseln und so weiter. Ja, ihr gewinnt, ihr schießt das Pedini da. Stellt aber fest, oh Scheiße, das sind nur drei Stück, die da am Einsatzort waren. Lässt die wieder hochholen, wie ganz normal. Dürft ihr denen die Sachen abnehmen? Der Polizei die Sachen abnehmen, nein. Warum nicht? Ja, weil Polizisten nicht ausgenommen werden dürfen. Hier ist es tatsächlich so, dass vier Polizisten an der Situation teilgenommen haben müssen, damit man die ausnehmen darf. Okay, also eigentlich ist der Fehler ja schon vorher, weil du hast gesagt, ich und meine fünf Freunde, und da wir keine Fraktion sind, dürften wir das ja eigentlich generell schon nicht machen. Die Frage kommt jetzt eigentlich. Nein, tatsächlich dürfte es Zivis auch beim Räuberstaat, und warum auch nicht, ne? Ich habe aber gelesen, dass eine zivile Gruppierung maximal aus fünf Personen bestehen darf. Richtig. Okay, deswegen daraus habe ich jetzt... Deswegen habe ich ja gesagt, du und deine fünf Freunde. Ja, dann wären wir ja zu sechst. Oder? Er hat den Fehler erkannt, okay. Gut. Ach, David, lass ihn einreißen. Der Erste, der den Fehler gefunden hat, Respekt. Ja. Okay, echt der Erste? So in dem Sinne bist du der Erste, der festgestellt hat, dass ihr dann zu sechs seid, ja. Ach was. So. Es gibt doch schon Englisch, es sind so viele Spieler und dann, das hat keiner gemerkt. Komm, nee. Darfst du dich gern, vorher, dass ich das Wort gerade genommen habe. Alles gut. Okay, ja, darf ich so sagen. Hast du mir den Whitelist bekommen? Ja. Du kannst mit dem Server connecten, ich warte in der Einladung auf dich. Mhm. Ja, für ein paar Geschenkchen. Oh, Geschenke sind immer gut, alles klar. Ja, der Weihnachten wird heute vorgezogen. Alles klar, gut, dann bin fünf Perfekt. Minuten da, ja. Bis gleich. Ciao. Also, das war im Rahmen der Whitelist dann auch gleich meine Support-Erfahrung. Ich muss sagen, die beiden Jungs, super, super freundlich, haben mich auch gelobt. Ich habe echt das Regelwerk nicht gelesen. Ich habe das nur, was im Discord schon stande, mit dem Tag-Nacht-Rhythmus und mit dem Essen und Trinken, das steht schon direkt am Anfang. Das muss man eigentlich lesen, mir unerklärlich, wie man das überlesen kann. Aber habe mich natürlich gefreut, dass sie mich dafür gelobt haben, dass ich das gesehen habe. Die Regelwerkfragen waren auch ultra easy, weil das kannst du direkt per Steuerung F entweder googeln, also was heißt googeln, in diesem Dokument halt suchen oder dir mit logischem Denken erklären. Und das mit der Zivi-Regelung, das kann ich echt nicht glauben, dass das noch keiner vor mir richtig beantwortet hat, weil sowas ist was, was man sich immer durchliest, wenn man auf dem Server connected, auf dem man vorher noch nicht war, mit wie viel Zivis darf man zusammen agieren, weil das ist auch eine Frage, die immer kommt in der Einreise oder in der Whitelist. Und wenn er dann sagt, 5 plus 1, ja gut, dann muss man eigentlich drauf kommen, auch zu später Stunde. Alles in allem muss ich sagen, die beiden Jungs wirklich nett. Über den Inhalt der Fragen erlaube ich mir kein Urteil, weil das ist Sache des Servers zu entscheiden, welche Sachen da gefragt werden. Die Wartezeit vom Ticket, bis sie mich gemoved haben, bis das Ticket beantwortet wurde etc. Auch nachts um 0 Uhr bzw. nach 0 Uhr, absolut in Ordnung, absolut fein von meiner Seite. Deswegen würde ich sagen, 10 von 10. Das ist cool gemacht.
Echt cool gemacht. Echt cool gemacht. Wo bin ich? Tja, also. Guten Abend, Entschuldigung. Können Sie mich hören? Entschuldigung. Hallo, Sie da hinten? Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Der ist, glaube ich, gerade ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, der ist gerade mal eben kurz für ein, zwei Minuten im Kopf. Ich dachte schon, er hätte irgendwie einen Schlaganfall. Nee, ich habe ihn gerade versucht, andersweitig zu erreichen. Ah, verstehe. Warte kurz. Warten kann ich. Ja. Er ist wohl eben pinkeln. Ja. Und Sie haben keinen Schlüssel dabei? Ja, doch, den habe ich auch dabei. Aber wir können ja schon mal anfangen. Denke ich auch, oder? Dankeschön. Ja. Ja. Tatsächlich schon lange keine Einreise mehr gemacht. Bin ein bisschen eingerostet. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Ja. Ach, guck mal, da ist er schon. Danke, Ryan. Sorry, ich musste Mensch. Kurz. Ja. Hi, sorry, dass du dich warten lassen musste. Alles gut, was muss? Ich musste mal kurz Obi Keramik. Alles gut. Danke, Ryan, ich danke dir, dass du den Empfang hast. Ja, Rechnung kommt. Genau. Ja, kannst du mir schnell nachher rüber. So. Hat er dir schon irgendwas erzählt? Noch überhaupt nichts. Er hat mir die Tür aufgemacht und hat mir gesagt, dass du kurz weg warst. Okay, alles klar. Dann. So, fangen wir mal ganz an. Erstmal herzlich willkommen Strandkorb RP. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug. Vielen Dank. Die Musik im Flieger war mega beim Aussteigen. Das ist super. Das freut mich. Du hast ja in deinem Ticket geschrieben, dass du vorher mal Projektleitung warst, ne? Jo. Dann gucken wir mal auf deine Tastaturbelegung, ob da irgendwas doppelt ist. Ja. Das wäre super, wenn du das machen würdest. Okay, was genau soll ich testen? Ob du irgendwas doppelt drauf liegen hast. Zum Beispiel? Menü, später das Inventar oder sonst was. Ja, Inventar ist tatsächlich dasselbe, wie ich schon kenne. Waffenrad geht. Kann man, also, ich hatte auf F11 Easy Admin gebindet und so. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht weg. Falls doch, sehen wir uns gleich im Support. Passiert auch nichts. Wunderbar. Alles gut. Auf Easy Admin hast du ja keinen Zugriff. Auf F11 hast du theoretisch dein Kleidungsmenü, was du dich wieder anziehen kannst. Ja, habe ich. Hemd, genau. Bluse, Hose. Mhm. So, dann, hallo. Erhältst du einmal drei kleine Geschenke von mir? Das wären einmal ein Funkgerät. Mhm. Ein Telefon. Dankeschön. Das neueste iPhone 15 Pro. Nice. Sowie das neueste iPad. Nice. Ich habe dir fast meine Pistole gegeben, vergiss es. So, hast du alles erhalten? Wie gesagt, hier, der Bereich Einreise ist OOC-Zone. Sprich, wenn du Fragen hast, kannst du sie jetzt gerne stellen. Das habe ich mir zwischenzeitlich schon gedacht, nachdem du mich mit Projektleiter angesprochen hast. Ja. Ja, alles gut. Fragen hast du nicht soweit? Nee, bisher nicht. Okay, perfekt. Als Info, wenn du gleich von mir das große Geschenk kriegst, das du gleich aussuchen darfst, musst du einen Führerschein machen, solltest du von hier... Wenn du hier aus dem Tor fährst zur Fahrschule, weil du musstest gleich direkt einmal deinen Führerschein machen. Ja. Solltest du auf dem Weg angehalten werden, sagst du zum PD, dass dein Flieger gerade erst gelandet ist. Verstehe. Und deswegen dein Führerschein jetzt erstmal. Musst dann lassen, nicht weiterfahren, dann wissen die Bescheid. Mhm. Ein paar Tipps, wenn du gleich dein Auto gekriegt hast. Einmal einparken, damit es auf dich komplett gesaved wird. Verstehe. Weil um 2 Uhr ist, ist die nächste Sonnenwende. Aha. Ja. Das war's dann von meiner Seite. Theoretisch, wenn du nichts mehr hast. Ach ja, wenn du was hast, jederzeit kannst du ein Support-Ticket öffnen. Du kannst jederzeit, wenn du was hast, so in der Prime, sprich zwischen 19 und 23 Uhr meistens, also so ab 19 Uhr meistens wäre da, auch teilweise früher, kannst du gerne auch in den Support-Warteraum gehen. Mhm. Für Support-Fälle Clip-Pflicht. Klar. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Dann würde ich sagen, darfst du jetzt gleich mal dein großes Geschenk aussuchen. Okay. Ja. Ein
Wenn ich was machen muss, sagst du mir Bescheid, weil. Ja. Ja. Okay. Dann kommst du aber mit. Ja. Dann darfst du hier eins der schönen Biester aussuchen. Okay, okay. Ja, der zwei schönen Biester und dem VW. Ich wollte gerade. Sympathisch. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ein Audi? Baujahr 2022? SQ irgendwas? Nee, RS3. Echt? RS3? So groß? Ja. Das okay. Ist der RS3, 2022er Baujahr. A-Klasse 2021er Baujahr und der Golf von, keine Ahnung was. Ja, über den Golf brauchen wir nicht reden, ich nehme den Stern. Du nimmst den Stern. Perfekt. Ja. Dann kommen wir mal rüber. Einfache Seite oder so? Genau, einfach zu mir gekommen. Ich überschreibe jetzt, du musst gleich, kriegst gleich den Kaufvertrag angezeigt, dann musst du gleich einfach nur einmal dann auf die blaue Schaltfläche einmal klicken mit deiner Maus. Ja. So. Änderst du im Discord bitte noch deinen Namen in deinen IC-Namen? Mach ich. Ja, Namen habe ich geändert. Ist unterschrieben. Okay. Mit GEMAS auf und zu, genau. Anschneiden brauchst du dich hier nicht, du wirst automatisch angeschnallt. Und ja, dann, wenn du sonst nichts verlasst, entlasse ich dich in die große Weite Welt von Strandkorb RP. Wunderbar. Wie gesagt, mach direkt deinen Führerschein und dann... Okay, ich fahr zur Fahrschule, ich danke dir. Aber zwischendrin noch einmal ein- und ausparken, genau, werden Fahrzeuge automatisch abgeschleppt? Ich gebe jetzt als kleinen Tipp, so bei meiner Unicorn ist so eine Garage und dann kannst du eigentlich geradeaus über die Straße gehen, dann bist du schon bei der Fahrschule. Okay. Hust, ne? Alles gut, alles gut. Perfekt. Werden Fahrzeuge automatisch abgeschleppt irgendwie alle Stunde oder so? Sobald du dich zu weit vom Fahrzeug entfernst oder Power-Lamp gehst. Okay, alles klar. Gut. Perfekt. Ich wünsche dir was. Tschüss. Ich danke dir. Ciao, ciao. Also, von Deutschlands beste Einreise hätte ich deutlich mehr erwartet. Leider muss ich hier einige Punkte abziehen. Nicht unbedingt, weil es schlecht war, sondern weil die Erwartungshaltung durch die reiserische Überschrift in der 5M-Serverliste viel zu hoch war. Bei Deutschlands bester Einreise habe ich jetzt erwartet, dass ich irgendwelche Quests machen muss, entscheiden kann, ob ich legal oder illegal einreise und lauter solche Dinge. Und am Ende war es eine erweiterte Whitelist. Eigentlich noch nicht mal das, es war einfach nur ein OOC-Gespräch. Man hat kurz die Tastaturbelegung geklärt und man hat mir ein Auto geschenkt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man das selbst als beste Einreise Deutschlands beschreibt. Das machen mittlerweile sehr viele RP-Server, dass du irgendwie ein Importauto geschenkt kriegst. Ist eine nette Sache, das stimmt schon. Andererseits war diese Einreise absolut kein bisschen, auch nicht im Entferntesten speziell. Ganz im Gegenteil, sie war sogar eher schlecht. Pluspunkte gibt es dafür, dass der junge Mann, der mich eingereist hat, echt super freundlich war. Da gibt es gar nichts. War sehr zuvorkommend, höflich, hat mich gefragt, ob ich noch irgendwelche Fragen habe, hat mir die wichtigsten Dinge erklärt. Das war echt super, super nett. Einen weiteren Pluspunkt gibt es für die Location. Endlich mal eine Einreise irgendwo anders in der Stadt mit einem echt schönen MLO. Mit schönen Werbung dabei, es ist überall Strandkorb-RP mit drauf und so, das ist echt eine nette Sache, aber alles in allem war das super, super langweilig und gar nichts Besonderes. Da habe ich von der Überschrift, wie gesagt, deutlich mehr erwartet und deswegen bleibt mir leider nicht viel übrig, als für die 2 Pluspunkte 2 Punkte zu geben und das war's dann auch schon. Damit sind wir bei 2 von 10. Sorry. Also, legen wir mal los mit der Fahrschule. Das ist nicht so cool, dass man sich im Hintergrund weiter bewegt, während man hier in den UIs ist. Ich habe nicht genug Geld. Er hat auch gesagt, ich soll auf direktem Weg hierher kommen. Das ist ja schon mal nix. Also muss ich jetzt noch zur Bank. Normal kann man überall seinen Führerschein mit Karte. Überall. Aber okay, das ist nichts, was wir bewerten. By the way, das ist halt ein Ding. Ne? Das, jeder Server macht seine eigenen Regeln und ist auf seine Art individuell. Das ist, solche individuellen Dinge bewerten wir nicht. Ja, die glauben, das ist so cool, dann haben wir uns zu beugen. Also, Würfelpark wird ja wohl eine Bank sein. Pausenmenü übrigens clean und echt responsive, also wirklich schnell. Das ist nicht immer so. Das war auch bei uns am Anfang nicht so. Wir hatten mit unserem ersten Pausenmenü echt scheiß viel zu tun. Okay. Die Anzeigen unten rechts, da wo Sportwagen steht, das kann man ausblenden. Sieht cleaner aus, genauso wie der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Das kann man auch wegmachen. Sieht auch nicht so clean aus, finde ich. Ja, seht ihr, das nervt hart. Auch das kann man ausschalten, weil das Garagemenü ist das Garagemenü von Hex. Bei Annäherung dieser muss mit Konsequenzen gegriffen werden. Die LSPD-Sperrzonenanzeige finde ich cool. Das ist mal was anderes, nicht so ein dickes Announce, sondern unten links mit Bild dabei.
Wäre jetzt halt doppelt geil, wenn es der Avatar des Spielers wäre, der es ausgelöst hat. Ich nehme alles zurück, es stand doch da, was es kostet. Ich bin einfach nur doof. Herzlichen Glückwunsch, du hast die theoretische Prüfung bestanden. Let's go! Ah, guck mal, da oben rechts steht verlassen. Das ist auch nicht besonders schön gemacht. Ne? Da passt das grafisch gar nicht zu dem, was da steht. Und es wäre viel cooler, wenn es da unten in der Mitte wäre. Aber bisher, und das kann man nur in aller Deutlichkeit sagen, alles nur Kleinigkeiten. Willkommen zur Führerscheinprüfung. Yo. Starte den Motor und fahr die auf dem Navigationssystem angezeigte Route. Könnt ihr das hören? Stunde erlaubt und vermeide Unfälle mit anderen Bürgern. Ja, das ist doch mal geil. Rechts vor links Regelung. Dass da so ein Dude mit einsteigt. Geile Geschichte. Du bist zu schnell. Ich bin zu schnell, Trip. Etwas langsamer. Ja, ein bisschen langsamer. Beachte die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten. Und mal eine andere Route. Nicht die 5M Standardfahrschule. Geradeaus bis zur Autobahnkreuzung. Andere Route und vor allen Dingen richtig cool gemacht. Übergang in eine Grenzkontrolle kommen, so teile den Beamten mit, dass du dich in einer Führerscheinprüfung befindest. Das Ding ist halt, man versteht ihn kaum noch, aber er hat irgendwas gesagt von Grenzübergang und Führerscheinprüfung. Wahrscheinlich ist da vorne eine Grenze gemacht. Guck mal, das ist ja hier ein ganz anderes Ding. Hier ist nochmal kein Wald. Nice. Gefällt mir. Mal was anderes. Richtig geil. Digga, war es ein Glücksgriff für den ersten Server. Echt gut. Und mal eine andere Grenze. Weder die von Hex, noch die, die man standardmäßig bei hier, wie heißen die Billigheimer, die Leaks-Seiten, 5M-Scripts und so bekommt. Die ist wahrscheinlich selbst gemacht, würde ich mal tippen, weil die habe ich so noch auf keinem anderen Server gesehen. Gute Sache. Minimaler Verbesserungsvorschlag. Allerdings kein Abzug für, kein Abzug als solcher, aber Folge der Straße in Richtung Harmony. Ja. Auf ländlichen Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km. Ja, ich darf auf der Landstraße so schnell fahren wie in der Stadt. Das ergibt wenig Sinn, aber okay. Also der Verbesserungsvorschlag wäre, wenn ich schon so ein eigene Voiceover habe für die Fahrschule, dann würde ich es auch selbst einsprechen. Guck mal, das sieht aus, als wäre ich in Palito Bay, so viel Wald ist hier. Meine Laune hebt sich voll, merkt ihr es? Die meisten 5M-Server ist halt so eine Copy-Paste-Scheiße von anderen Servern. Hier ist es auch ein bisschen anders. Finde ich absolut geil. Ich bin total geflasht von der Landschaft hier. Gefällt mir mega gut. Wir sind angekommen. Stell den Motor ab und steig aus. Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden. Danke. Gute Fahrt und bis bald. Jo, ciao. Halt dich. Let's go. Ja, was die Features angeht, ist das doch mal eine runde Sache. Echt gut. Besonders gut hat mir die Fahrschule gefallen, besonders gut hat mir das UI gefallen, also das Pausen-UI, weil das echt auf Zack ist. Die meisten Pausenmenüs sind immer ein bisschen lahm, da hast du immer ein bisschen Ladezeit, ist hier gar nicht der Fall. Ich kenne das UI auch so nicht, das ist also entweder umgeschrieben oder komplett selbst gemacht. Beides finde ich geil, richtig gut an der Stelle. Und was mir auch mega gut gefallen hat, sind die Wälder, die da dazu gemacht wurden und die Grenze. Das heißt also, hier wird echt was geboten. Das sind jetzt meiner Meinung nach nicht so die absolut bahnbrechenden Features, aber es gibt ein richtig geiles Gefühl, wenn man auf dem Server spielt, wenn man direkt das Gefühl hat, dass die Leute, die daran arbeiten, sich Gedanken gemacht haben, wie das alles funktionieren soll, wie man einen kleinen Wow-Effekt schaffen kann, und das ist echt, echt gut. Und vor allen Dingen nichts geleakt ist, nichts von der Stange. Mega, mega geil. Wie gesagt, es war zwar nichts Bahnbrechendes, also nichts Weltbewegendes, so der komplette Ausraster-Wow-Effekt hat gefehlt, auch wenn es auf diesem Server erstmal an gar nichts fehlt. Das ist eine echt super Sache. Kann nur Daumen hoch geben. Hätte ich selbst noch einen Server, würde ich jetzt anfangen, Dinge davon zu kopieren, weil es mir mega gut gefallen hat. Von daher würde ich sagen, 9 von 10 Punkten, weil die Features einfach tippitoppi sind. 10 von 10 kann es nur geben, wenn es so einen richtigen Wow-Effekt gibt. Vielleicht gibt es den auch. Ich konnte jetzt natürlich in der Zeit nicht alles testen, habe aber auf der Map mir die verschiedenen Blips angeguckt. Da hat mich jetzt nichts weggehauen. An der Stelle soll keine Kritik sein und nehmt's mir nicht übel, falls ich irgendwas nicht gesehen habe. Aber ich würde sagen, wenn der Server schon in den ersten 60 Minuten mit sowas glänzen kann, ist wahrscheinlich noch mehr, was die Jungs und Mädels im Petto haben. Wie gesagt, 9 von 10 Punkten, absolut gerechtfertigt. Vielen Dank dafür. So, lass mal kicken, was gibt's denn hier alles so? Wo sind das MD? Die Performance, nice. Da fahren wir mal hin. Haben mal so einen riesen MLO dahin gezimmert. Aber ist wohl keiner da, würde ich mal tippen, ne? Ist jetzt natürlich markenrechtstechnisch ein Thema. Ich weiß nicht, ob das JP sein originales Logo ist. Dafür verfolge ich ihn zu wenig, aber man kennt natürlich seinen Namen. Aber wird schon alles abgeklärt sein. Dann gucken wir mal, ob wir am MD ein bisschen RP kriegen. Können wir noch zu Bennys fahren?
Vielleicht sind da Mechaniker. Und dann zum MD. Weil MD ist eher so, weiß ich nicht, mit Mediziner nie was zu tun gehabt. Ah, den Wald da vorne feier ich schon böse, ne? Das ist schon eine gute Sache. Was mir jetzt erst auffällt, man kann da unten rechts sehen, das ist leider immer vom aktuellen Standort überschrieben, wie viele Kilometer das Auto hat. Richtig geile Sache. Richtig, richtig geile Sache. Gefällt mir mega gut. Ja, also Benni hat auch schon zu, aber es ist natürlich auch schon spät. Ja, es bleibt uns nur noch der Wirbelpark. Hier quatschen wir jetzt mal ein bisschen. Weiß nicht, wenn es ein grüner ist, sind das alles Armbanduhrensöhne. Achso, ist schon weg. Servus, was geht? Was geht bei dir? Was geht? Ach, da sind die Polizisten. Ich war gerade bei der Polizei gewesen. Erstmal stundenlang gedauert, bis ich es gefunden habe. Und dann hier macht ihr also Pause. Ja. Natürlich. Die hatten mich gerade kontrolliert, deswegen. Okay. Aber offensichtlich nichts gefunden, weil sonst hätten sie dich eingepackt. Nee, der ist richtig, richtig. Braver. Ist kein Problem. Ich bin braver. Ich bin bald PDler, Kappi. Boah. Boah, Cracky beim PD? Boah, das wäre auch nicht. Davon träumst du aber nachts. Was macht Cracky sonst so? Was? Was Cracky sonst so macht, wenn er nicht beim PD ist? Sein Leben genießen. Autoreifehler gehört. Der hat den 10x10. Halt. Bam! Die hat er schon mal. Die hat er. Weiß jetzt nicht, ob Cracky die verdient hat, aber er hat sie schon mal. Ich spiele keine Absicht. Der ist gemacht, immer Vorkasse. Ah, guck mal, JP Performance ist auch hier, da bin ich auch hingefahren, hab auch keinen gesehen, da geht auch kein Mensch ans Telefon. Okay. Ich check's langsam. Telefon. Wie bitte? Welche Nummer hast du denn angerufen? Ja, bei SOS finde ich keinen Notruf, aber da finde ich zum Beispiel JP Performance. Und wenn ich da anrufe, geht. Also Notruf setzt sich auf. Ja, das ist ja auch ein Abschleppservice, mein Besser. Ja, vielleicht wollte ich abgeschleppt werden von dir? Ja, dann schreib deine SMS. Die Nummer kann man allgemein nicht anrufen, das sind irgendwelche Ausgedachte. Wenn du abgeschleppt werden möchtest, vielleicht mal Tinder gucken. Ja, nee, so, ja. Während ich es gesagt habe, wusste ich, dass das eine scheiß Idee war, das so zu sagen. Ansonsten mal gelbe Seiten reingucken, da schreiben die Werkstätten immer, ob sie da sind oder auf Abbruch oder so. Ja, gelbe Seiten ist wirklich go-to. Notrufe, wie? Ich hab's jetzt selbst repariert, scheiß drauf. Notrufe setzt sich über Finger 10 ab. Sag mal deine Glückszahl. Über Finger 10? Ah, übers Tablet. Nordface-Jacke, sag mal deine Glückszahl. Wenn ich F10, dann geht auch mein Skipass auf. 222. 222. 222. Wie eine Nordface. Bitteschön. Dankeschön für das Repair-Kit. Sie ja. Wie viel Parablef dem Codex treu? Was? Also, du brauchst auch für eine Waffe brauchst du einen Waffenschein, ne? Sehe ich so aus, als bräuchte ich eine Waffe? Oh, ich weiß nicht. Aber vielleicht ein Abschleppdienst. Einer nervt, hämmer ich ihm das Gesicht ein mit meinen Fäusten. Oldschool. Boah, so oldschool ist es ja. Dings, aber ich sag ehrlich, wenn du. Also, wenn du so drauf bist, so mit. Du brauchst hier unbedingt eine Waffe und sowas. Pferderange, da ist eine Fraktion, die sieht das genauso. Und da könntest du dich vielleicht vorstellen, wenn du sowas hast. Ah, lass mich raten. Du wohnst auf der Pferderange? Niemals. Auf gar keinen Fall. Das ist ja schon eine Beleidigung heute Abend. Auf gar keinen Fall. Wo wohnst du? Boah, ich habe mehrere Immobilien. Aha, so ein Ding. Ja, guck dir das Stream-Ding an, Alter. Das stinkt förmlich nach Geld. Dann und dann, wenn ich mich hinsetze, pass auf, ich habe Oberschenkel trainiert, dann sitze ich auch immer so und weiß, was geht. Weißt du, deswegen. Wie ist das mit Waffen? Brauche ich unbedingt eine? Würde ich dir sagen, man braucht eine, sonst gefährlich oder geht auch ohne? Ich würde hier schon lieber mit einer Walter rumlaufen, ja. Ja. Ja, und dann kommt irgendeiner von der Pferderange und rippt mich. Und dann ist Geld weg und Waffe weg. Dann kannst du es MD rufen, bist Zivilist. Und wenn es am öffentlichen Punkt ist, dann kann jeder direkt eingreifen. Und die freuen sich, die Pediler. Wie? Also, was? Ich rufe das PD und glaub dann wirklich daran, dass die meine Waffe wieder zurückbringen, oder wie? Na, wenn du Waffenschein hast, warum nicht? Alles legitim. Hast du geschossen oder so? Kann er? Okay. Ja. Und Waffenschein mache ich beim PD oder was? Hast du gesehen? Ja, genau. Nee. Beim PD war ich eben, keiner da. PDler, was sagst du dazu? Was ich dazu sage, wir sind direkt bei den Dienst.
Okay. Aber wusste ich, das kommt. Und Waffenschein darf man nur machen, wenn mindestens 10 im Dienst sind, oder? Nee, ja, ja, schon gerade gesehen, ja. Ja. Bin eben ja, mit meinem Fahrschulauto an der Staatsbank vorbeigefahren. Wie lief das? Hattet ihr da Glück oder eher so? Ich hätte dir fast Kopfschuss gegeben, du Vogel. Du Hallo? Sperrzone durchfahren ist nicht die beste Idee, würde ich dir sagen. Also, ja, das ist korrekt, aber die Alternative wäre gewesen, 5.000 Dollar für den Führerschein umsonst bezahlen. Glaube ich, mit Führerschein. Ja, nee, da war ja so ein Wegpunkt direkt nach der Staatsbank. Ja, ich dachte, ich schieße nicht auf dich, weil du bist eh am genug und bestraft mit dem Führerschein. Hätte ich aber direkt Armdrücken gemacht, wenn da einer auf mich geschossen hätte. Nee. Sonst so, was ist empfehlenswert hier zu tun? Zu PT gehen. Ganz bestimmt. Nee, PT ist bei mir, hat sich erledigt. Der eine kommt ein bisschen arrogant und so, das wird nix. Er kommt arrogant. Ich weiß ja die Namen nicht, aber der die ganze Zeit aufs Tablet guckt. Da musst du so ausweichen. Sagt man Oder du überlegst und sagst einfach, nein, das geht nicht. Halt, stopp, ich rufe die Polizei. Ja, aber, ist egal. Das verliegt die Benzin. Oh. Entschuldigung, Wheelies sind illegal. Ja, und vor allem, wer schießt drauf? Wie die hätte ich gesagt. Ihr müsst ja gefahren. Ihr müsst von der gefährlichen Substanz von der Straße müsst ihr entfernen. Das wird sich von der Feuerwehr haben. Müsst ihr das Ding halt einfach mal anzünden. Ja, zieh durch das Ding. Naja, Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch was. PD noch viel Spaß bei der Pause. Ich zieh durch. Ja. Danke, ciao. Tschüssi. Bis morgen. Ja, RP-mäßig hat es mich jetzt hier nicht umgehauen. Die Leute waren alle nett, sind auf ein Gespräch eingegangen, sind jetzt nicht so nach dem Motto gekommen, hier, was willst du denn da oder so. Allerdings wurden auch echt super wenig Fragen gestellt. Ne? Es wollte jetzt während des ganzen Gesprächs niemand wissen, wie ich heiße, was ich hier tue, seit wann ich in der Stadt bin, ist mal ein bisschen auf mich eingegangen, sondern es wurden nur so Fragen beantwortet. Und das, obwohl echt viele Leute da waren. Dann war dieser eine typische Typ, der an jedem Würfelpark steht, der immer alle Emotes zeigt und zeigt, wie toll er die beherrscht, hat er ganz okay gemacht, aber das ist jetzt nichts so, wo ich sage, wow, bahnbrechendes RP. Hat für mich, ja, nicht so 100% gepasst, auch wenn alle nett waren. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht. Grüße an alle Spieler, mit denen ich da geredet habe. Ich gebe dem Ganzen gut gemeinte 6 von 10 Punkten und freue mich auf die nächste RP-Begegnung mit euch, denn ihr kommt nochmal wieder. Und bevor wir über die Performance reden, muss ich erstmal selbst lachen. Ein kleiner Tipp an die Männer, die hier zuschauen. Wenn ihr euch einen Haartrimmer-Aufsatz kauft, ja, dann müsst ihr, bevor ihr euch das erste Mal damit rasiert, gucken, ob es wirklich die richtige Länge ist, sonst rasiert ihr euren ganzen Bart ab. Habe ich gehört. Also, Tag 2. Wir haben alles Ingame-Technische gestern besprochen und heute möchte ich noch zu euch sagen, also ihr seht das Video alles in einem, aber das eine habe ich gestern gesagt und das andere sage ich jetzt. Und wie gesagt, Performance-technisch gibt's kaum was zu meckern. Ich mache das nicht nur alleine, sondern noch ein Kollege von mir, der Entwickler von KWRP, ist da mit dabei und testet den Server auf Sicherheitslücken und guckt, was er so findet. Und unser Fazit daraus ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt keine Performance-Probleme. Überall ist der Server stabil gelaufen, zumindest mal in der Zeit, wo wir drauf waren. Es gab keine Lags, jedenfalls keine, die es nicht woanders auch gibt. Einziger Minuspunkt, da müssen wir auch einen Punkt für abziehen, ist Roadphone. Roadphone ist nicht unbedingt schlecht, das UI eigentlich geil, wie das gemacht ist und die Aufmachung und die Features richtig, richtig gut. Aber es ist nun mal auch weithin bekannt, dass es nicht das performanteste Handy ist. Und ich habe auch zwischendrin gemerkt, sobald irgendwie eine Pop-Up-Nachricht kommt von gelbe Seiten oder so, bleibt mein Spielerlebnis kurz hängen für ein paar Millisekunden. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist wirklich kein Thema, aber es ist eben auch nicht perfekt. Und dann noch ein kleiner Punkt, die ganzen Standortanzeigen und in welchem Auto ich gerade sitze. Das ist nicht stimmig, das passt nicht mit dem HUD überein, weil es einfach überlappt. Und dabei ist das HUD so geil gemacht, gerade mit dem Fahrzeugkilometerstand und so, richtig, richtig cool. Da wäre es einfach geiler, wenn das nicht überlappen würde. Das kann man einfach ausschalten, den aktuellen Standort, beziehungsweise den Fahrzeugname und so. Das kann man alles über ein Client-Script mit einer einzelnen Zeile verschwinden lassen. Und dann noch, wenn ich Auto auf- und zusperre, steht da immer, du hast dein Null zugesperrt. Ich weiß, woran das liegt. Weil das Import-Auto eben kein Vehicle-Name bekommen hat und deswegen wird einfach 0 angezeigt.
Da muss man entweder sich die Mühe machen, jedem Importauto einen Namen zu geben, und das ist auch das, was ich dringend empfehlen würde, auch wenn es eine Fleißaufgabe ist, einfach die Cardevs dazu holen und die das machen lassen mit zwei, drei Helfern. Das ist nämlich kein großes Ding. Es ist nur eben Fleiß. Je nachdem, wie viele Autos man drauf hat, sitzt man da halt ein, zwei Stunden dran, aber dann ist es gemacht. Und von da an macht man es einfach bei jedem Auto, das man mit draufbringt. Und dann steht da, du hast dein AMG, dein BMW, dein was auch immer zugesperrt. Ich persönlich würde allerdings auf eine noch einfachere Methode zurückgreifen und würde einfach nur in die Notify schreiben, du hast dein Fahrzeug zugesperrt und gut ist. Weil sonst steht da irgendwann, du hast ein CL63 AMG B-Turbo vorwärts, rückwärts, oben, unten, Turbovergaser. Ihr wisst schon, zugesperrt, das ist ja nix. Also, alles in allem, Performance, also Stabilität, perfekt. Es gibt kleine Einbuße für das HUD bzw. die Standortanzeigen und für das Handy und eben für die nicht perfekt ausgearbeiteten Notifies. Aber alles in allem ist das wirklich eine runde Sache. Wir können 7 von 10 Punkten geben und wissen, dass es wahrscheinlich demnächst sogar 8 oder 9 von 10 Punkten sind, weil so wie ich dieses Team hier einschätze, werden die sich viele Dinge schnell zu Herzen nehmen und umändern. Und selbst wenn nicht, ist das immer noch eine absolut runde Sache. Dankeschön dafür. Also, das Fazit von Strandkorb RP ist alles in allem echt positiv, weil man einfach merkt, dass die Leute sich hier wirklich viel Arbeit gemacht haben mit dem Server. Wir haben ein freundliches Team, wir haben einen freundlichen Projektleiter und alles in allem ist irgendwie stimmig. Und das schönste Gefühl für mich als Spieler ist immer, dass ich merke, dass daran gearbeitet wird und nicht einfach nur irgendwas hingeklatscht wird. Es muss am Ende des Tages nicht alles perfekt sein, aber ich muss das Gefühl haben, dass man Lust darauf hat, es perfekt zu machen. Ob das gelingt oder nicht, ist dabei völlig nebensächlich, jedenfalls meine Meinung. Die 6 Kategorien sind bewertet. Wir haben Discord 8 von 10 Punkten, Support 10 von 10 Punkten, Einreise 2 von 10 Punkten, Features 9 von 10 Punkten, RP 6 von 10 Punkten und Performance 7 von 10 Punkten. Damit hat Strandkorb RP 42 von möglichen 60 Punkten erreicht und hat damit einen soliden Schnitt von 7 Punkten im Durchschnitt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Perfekt ist niemand. Ich glaube, es wird niemals einen Server geben, den ich in jeder Kategorie 7 Punkte geben kann. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich direkt beim ersten Server so einen Glücksgriff lande. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich, wie so oft, auf einen Server komme, der einfach alles nur copy-pastet hat und nichts so richtig zu Ende gedacht hat. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Danke für den freundlichen Empfang. Ich bin gespannt, was ihr selbst zu diesem Video zu sagen habt. Insbesondere die Meinung der Strandkorb-RP-Spieler interessiert mich. Haut das gerne in die Kommentare. Für die, die sich für Strandkorb-RP interessieren, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr gelangt dort direkt zum Discord. Wie ihr in diesem Video sehen könnt, ist Strandkorb-RP eine Reise wert. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, es ist nichts bezahlt hier. Es ist keine bezahlte Partnerschaft, keine Werbung, gar nichts. Das ist komplett meine subjektive Meinung und wie immer, das muss nicht eure sein. Das war das erste Video aus der Reihe der 5M-Server-Tests. Es war unglaublich anstrengend, dieses Video zusammenzuschneiden. Also insgesamt sind jetzt 14 Stunden reine Zeit zum Cutten vergangen. Der Plan ist, jede Woche eines dieser Videos hochzuladen. Aber aufgrund des gerade genannten Zeitaufwandes kann ich das alles andere als versprechen. Ich versuch's, da wo es klappt, werde ich's tun. Immer sonntags werdet ihr eine Folge bekommen. Aber sicher ist da wirklich gar nichts. Ich danke euch fürs Zuschauen. Von euch allen, bitte eure Bewertung, eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.